Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Civ 5 mit Brave New World. Ja, mach mal weiter, Leute. Ich bin ja gerade noch ein bisschen irritiert, weil wir hatten ja vor ein paar Runden das Problem gehabt, dass uns irgendwie die Handelswege hier kaputt gemacht wurden und seitdem machen wir hier minus 91 bzw. plötzlich sehr stark minus und obwohl es jetzt repariert ist, ist das immer noch der Fall. Das irritiert mich gerade noch ein bisschen. Ich weiß jetzt aber leider nicht, woran es liegen soll. Ich habe jetzt hier schon überall nachgeschaut und es scheinen alle Straßen noch ganz zu sein. Ich weiß es nicht, woran es liegt, um ehrlich zu sein. Ich kann eigentlich jetzt nur hoffen, dass die Bautrupps, die automatisiert sind, dann über die Zeit das dann irgendwie reparieren, weil ich sehe es nicht. Weil ansonsten haben wir dann nämlich sehr schnell dann jetzt bald Aggregatprobleme. Müssen wir mal gucken. Ansonsten geht es natürlich erstmal darum, dass wir jetzt hier noch Muang Saluang erobern können. Das hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen schneller geht. Und dann schlussendlich ist dann Paris erstmal noch das Ziel. Das wird richtig hart und ich hoffe, dass währenddessen der Tier sich noch ruhig verhalten kann. Das ist natürlich die Frage jetzt, weil wenn der uns jetzt einen Krieg erklärt, das könnte uns das Genick brechen. Aber ich sehe, wenigstens hat er momentan hier keine Flieger mehr stationiert. Das war ja vorhin mal der Fall gewesen, dass ich ein paar Bomber hatte und so. Tja, aber warum jetzt das hier mit den Handelswegen, warum wir jetzt immer noch so viel Minus machen, das weiß ich leider nicht. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass die Bautrupps ein bisschen was machen, vielleicht baue ich auch noch ein, zwei Stück. Weil ich könnte mir fast vorstellen, dass wir für die Größe des Reiches mittlerweile mit Abstand zu wenig haben. Und gegen Frankreich werde ich dann nochmal gucken, wir haben jetzt hier unseren General, dass wir das dann vielleicht irgendwie mit der Zitadelle wieder hinbekommen. Müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht ähnlich angehen wie gegen die Irokesen oder so, weil was spitze Stöcke angeht. Da haben uns die Franzosen ja an sich ein bisschen was voraus, aber vielleicht kommt das auch durch die Marine und dann wird das vielleicht schon wieder gehen. Muss ich mir überlegen, aber erstmal jetzt versuchen wir die Stadt hier einzunehmen. Gut, machen wir nächste Runde und hoffen einfach mal das Beste. Auf jeden Fall vom Punkten sieht es erstmal ganz gut aus, aber ja, Zufriedenheit sollte an sich jetzt auch bald nach oben gehen. Spätestens wenn das hier alles repariert ist. Was mich halt noch ein bisschen nervt, wir könnten mit denen eigentlich auch mal wieder Frieden schließen. Weil die dann noch einzunehmen, fehlt mir wahrscheinlich die Zeit. Außer ich baue noch zwei Artillerieeinheiten. Das, was ja fast reichen dürfte, und noch eine Kavallerie und dann nehme ich die Stadt noch ein. Aber dann habe ich halt auch wieder Minuszufriedenheit. Das nervt mich jetzt ein bisschen, weil ich mir immer noch nicht erklären kann, jetzt wie das passieren konnte. Na doch, keinen Verbündeten. Das ist ärgerlich, Leute. Naja, schließen wir erstmal mit den Frieden. Geht jetzt anscheinend wieder. Warum auch immer. Ich dachte ja, das kommt aus dem Ramkam hängen, dass der sich irgendwie, dass der einen Coup gemacht hat, sich mit denen verbündet hat. Ach, guck an. Und jetzt sind wir plötzlich wieder Freunde oder was? Was ist denn das hier für eine Doppelmoral, bitte? Aber dann, ah cool, wir haben mit Zufriedenheit wieder zwei immerhin, das ist spitze. Na gut. Das ist wirklich gut. Aber ich hätte natürlich jetzt auch gerne, wäre ich wieder mit denen verbündet. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht habe ich auch außerdem von denen Einheit angegriffen. Das kann aber eigentlich nicht sein, wenn wir verbündet sind. Ich weiß es nicht, woran es liegt. So, gut, dann machen wir weiter. Hauen wir erstmal den Elefanten hier weg. Umi sind gerade die Hexfelder weg. Moment. Geländeraster mache ich mal wieder an, das ist angenehmer. Handelswege. Okay, das sind jetzt nur die Handelswege von den Karawanen, so wie es aussieht. Das können wir ja mal anlassen. Na gut, dann hauen wir erstmal den Elefanten weg. Erstmal aufbauen, bitte. So. Meine Befürchtung ist ja nur, dass die Franzosen dann irgendwie schon Flugzeuge haben oder so. Weiß ich nicht, aber es ist hart. Aber was gut aussieht, hier sind Kanonen. Hier hat er Schützen. Aber das wird schon gehen. Also gerade weil er noch Kanonen hat und so, das stimmt mich ja noch positiv. Aber mal gucken, wie weit er dann ist, wenn wir die Stadt hier haben dann. Das wird ja wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen dauern. In der Regel dauert das immer länger, als man möchte. Oder als man erwartet. So, hier geht hier drauf. Hier haben wir auch nochmal Kavallerie. Das ist sehr gut. Dann können wir hiermit auch direkt mal drauf schießen. Reicht leider noch nicht. Huch! Jetzt bin ich mit der Kavallerie draufgegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Doch, es ist schon schlimm. Weil, kommen wir wieder zurück. Dann ist okay. Dann war's gut. Ja, dann gehen wir wieder hierher, bitte. Heilen wir den nochmal schnell. Ne, dann war der Move okay gewesen. So, und du gehst mal. Ich würde den jetzt schon gern vor der Stadt stationieren, um ehrlich zu sein. Machen wir erstmal den hier. Geh mal hier hin.
Du gehst hier hin, weil dann könnte er schon auf die Stadt schießen, wenn er sie denn sehen würde. Tut er aber leider nicht. Aber könnte dann noch nichts. Na gut, jetzt geht's leider noch nicht. Müssen wir erstmal wieder aufbauen. Aufbauen. Und ich hätte es vielleicht lieber heilen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, du mein Guter, machst mal automatisch weiter. Und den Ciao-Ciao, den werde ich erstmal hier hinstellen. So, und das war's dann auch schon gewesen. Ansonsten haben wir nichts mehr rumstehen, wie es aussieht. Na dann, nächste Runde. Okay, haben auch noch Artillerie. Ich baue dann unbedingt mal einen Bautrupp, der hier eine Straße hinbaut. Das sollte ich vielleicht doch mal fix mal einen manuell irgendwie steuern. Gucken wir gleich nochmal. Ja, das ist scheiße. Mit der kann ich gar nichts machen an sich. Na, dann bleib mal hier stehen, bitte. So, jetzt haben wir hier wieder einen Archäologe. Na dann, Ausgrabung errichten, bitte. Das System habe ich jetzt halbwegs verstanden. Genauso dann das mit dem... Was war denn das nochmal mit dem Weltkulturerbe, was auch immer, was das war, mit dem Werkzeug. Wobei ich noch nicht weiß, wie man es spendet, aber ja, müssen wir nochmal gucken. Ich hoffe ja dann, dass ihr, wenn die Folge dann released ist, dass ihr mir das dann in die Comments schreibt, dass ich das dann schnicke. Ansonsten muss ich dann selber mal nachschauen, wenn ich nochmal eine Serie starten will, würde ich dann schon gerne wissen, wie man Werkzeug spendet. Weil doppelt für 20 Runden, doppelt Kultur ist schon richtig nice, kann man sagen, was man will. So, jetzt haben wir hier wieder einen fertig. Muss mal gucken, ob wir überhaupt hier noch eine Grabstätte haben. Hier haben wir noch eine. Hier sind aber auch Barbaren. Haben wir noch woanders welche? Ich suche gerade noch irgendwo hier eine Grabstätte. Aber ich bin ja da manchmal immer ein bisschen blind, wobei wir ja auch schon einige schon gerade verwerten und ausbuddeln. Deswegen, ja, dann schicken wir uns schon mal runter hier in die Stadt und dann müssen wir mal gucken, dass wir dem erstmal Daumen bekommen, weil sonst ist natürlich der Archäologe dann instant weg und das will ich natürlich nicht. Mal erstmal nichts tun. So, du bleibst erstmal noch hier, Produktion wählen. Ja, dann würde ich sagen, dann bauen wir mal Weltkriegsbomber. Also die drei Decker, die scheinen ja eher zur Verteidigung zu sein. Fernkampfstärke 35. Aber nur zum Abfangen ist halt auch nicht so awesome, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich lieber auf die Offensive dann gehen mit den Weltkriegsbombern. Wobei gegen die Natia kann ich dann sowieso nicht viel machen. Schwierig. Wir bauen erstmal noch eine Karawane. Ja, wir bauen erstmal noch eine Karawane. Da dauert ja nur drei Runden. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Dann kommt er schon wieder mit seiner Horde von Elefanten an, aber es soll mich jetzt nicht so sehr stören. Schieß mal hiermit mal hier drauf. Ja, ich muss sie erstmal nach vorne bewegen. Ich will die aber eigentlich nicht zu weit vorne haben. Ich gucke erstmal, was ich jetzt hier... Die kann ich gar nicht bewegen. Okay, dann muss ich sie nach vorne bewegen dann. Ihr schießt mal hier drauf. Ihr schießt hier drauf. Erstmal aufbauen. So. Das geht ja nach wie vor noch sehr gut hier. Also hiermit können wir hier auch drauf ballern. Huch! Ne, dann nochmal nachdenken bitte. Ah, das wäre die Kavallerie gewesen. Sorry, habe ich schon wieder jetzt verpeilt. Na, euch heilen wir jetzt natürlich erstmal. Oder? Ja, euch heilen wir erstmal. So, mit der können wir... Sag mal, was machen die? Nee, halt. Geh mal bitte hier rein. Und jetzt haben wir dich. So. Das ist schwierig. Aber ich glaube, ich nutze jetzt... Ich gehe mit denen erstmal nach vorne. Gehen wir mit denen mal... Ich habe halt Angst, dass die das dann down bekommen. Ich schicke sie mal hier hin. Mach's mal Heilung. Kriege ich die denn noch hier weg? Irgendwie könnte ich die dann... Ah, ich kann die dann sowieso nicht weiter bewegen, glaube ich, ne? Oder? Doch, würde gehen. Dann machen wir so, dann gehe ich mit denen jetzt hier hin, mit der Kavallerie. Oder ne, wir gehen mit der Kavallerie. Geh erstmal hier hin. Halte dich nochmal und du gehst jetzt hier rein. So. Du bleibst erstmal hier, mein lieber General. Und was mache ich mit euch? Ich werde dich wahrscheinlich einfach hier hinschicken erstmal. So, und du bist aber safe hier. Ja, du bist safe eigentlich. Dann lassen wir den erstmal hier. Nichts tun. Nächste Runde. Aber das Hunnenreich scheint sich auch erstmal nur auf die anderen, hat es gerade wieder Siam denunziert. Ich hoffe natürlich nicht, dass er dem jetzt so einen Krieg erklärt und mir dann die Stadt wegschnappt oder so. Das ist natürlich auch ungünstig. So, was bauen wir denn hier jetzt noch Schönes? Schwierig. Wasserkraftwerk würde ziemlich viel Sinn machen. Plus 1 Produktion bei jedem Geländefeld am Fluss. Das heißt, hier überall wird nur ein Plus 1 Produktion dazukommen. Das ist richtig nice. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Die Weltkriegsbombe bereits natürlich auch. Aber wir machen erstmal jetzt hier noch Produktion.
Das ist natürlich richtig gut. Und mit euch, was bringt denn eigentlich der Big Ben nochmal? Er fordert Wirtschaft, kostet für Goldkäufe in allen Städten um 15% gesunken. Okay. Also alles, was man sich von Gold holt, kostet halt 15% weniger. Ah, Krankenhaus, plus 5 Nahrung. Ja, ich denke ja, dass wir die Zufriedenheit bald noch ein bisschen höher bekommen. Kann eigentlich auch nicht so schlecht sein, wobei ich neige fast dazu, solche Weltkriegsbomber jetzt einfach zu bauen. Oder Dreidecker, Weltkriegsbomber oder Dreidecker, das ist halt jetzt die Frage. Wie weit kommen die denn? Fernkampf, 6 Felder können die weit schießen. Ergo, wenn wir die jetzt hier stationieren, könnten die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder weit ballern. Und die Dreidecker haben halt den Vorteil, dass sie zur Verteidigung mehr taugen, weil die dann auch in der Lage sind, feindliche Flieger abzufangen, also auch diese Weltkriegsbomber. Da glaube ich ja, dass ich erstmal noch die Dreidecker baue und dann die erstmal hier stationiere, dass ich hier eine kleine Linie habe. Man kann die ja dann später auch noch upgraden. So, weil er hatte ja, Atiha, der bevorzugt, glaube ich, Weltkriegsbomber gebaut, schätze ich zumindest mal, dass das Weltkriegsbomber waren. Und dann wäre es natürlich gut, da ein paar Abfangjäger zu haben. Weil mit den Weltkriegsbombern kann ich natürlich nicht viel machen, außer natürlich auch seine Städte dann ballern, aber dann müsste ich ja natürlich erstmal so viel haben wie er, weil er hat ja schon irgendwie über 10 Stück gehabt oder so. So, du bleibst erstmal noch hier. Mit euch schieße ich wahrscheinlich nochmal auf den Elefanten, oder? Wir hauen den erstmal nach vorne. Können den eigentlich auch schon mal nach vorne hauen. Da haben wir den dann gleich hier. Machen wir mal. So, und jetzt bauen wir ihn auf. Mit dem hier können wir hier drauf schießen. Und so viel Schaden können die Elefanten dann jetzt nicht mehr anrichten. So, und dann muss ich jetzt gucken, dass ich die alle mal so langsam in Position bringe. Der Elefant sollte eigentlich... Ist der in der Lage, dann hierher zu kommen? Da bin ich mir gerade unsicher. Das könnte sogar sein. Ich schicke mal... Ich gehe mal das Risiko ein und schicke mal jetzt hierher. Gucken wir mal. Du kommst... besten hier hin, würde ich sagen. Ja, das würde mir am besten gefallen. Dann können wir da im nächsten Schritt den hier hin tun, dann kann er auch auf die Stadt schießen. So, heilen. Und die Artillerie stellen wir mal am besten hier auf, weil sie dann auch noch in der Lage ist, auf die Elefanten zu ballern. So, der Freibeuter ist wieder ready. Dann können wir ja mal zum Scouten einfach mal nehmen. Dass wir jetzt hier mal ringsrum fahren einfach. Das geht ja damit schon. So, Bautrupp. Straße nach Modus, nein. Wo ist denn der? Ich meine einfach wieder automatisch. Oh nee, halt, wisst ihr was? Ich schicke den mal jetzt hier rüber. Dass wir jetzt hier noch eine Straße hinbekommen, das wäre wichtig. So, mit dem muss ich immer noch hier stehen bleiben. Ich hätte ja gehofft, dass er mal ein bisschen näher kommt, der Schütze, aber rüber leider nicht. So, und jetzt haben wir hier auch noch Artillerie. Die würde ich ja. Nee, die würde ich nicht hier lassen. Ich will erstmal die Kavallerie bewegen. Geh mal hier hin. Und die lassen wir erstmal hier. Geht jetzt nicht anders. So, nächste Runde. Yay, Archäologie auswählen. Was haben wir diesmal? Artefakt bauen. Artefakt bauen. Wahrzeichenmodernisierung bauen. Machen wir wieder Wahrzeichenmodernisierung bauen. Das gefällt mir mit Abstand am besten. Worum geht's denn überhaupt? Fernangriffreliquien, Armbrustbolzen. Wo ist denn das? Hier. Armbrustbolzen, Angreifer Assyrien, Verteidiger, Barbarenland, Mittelalter. Richtig cool. Ja, dann machen wir das wieder. Da kriegt man wieder einiges an Kultur pro Runde. Lohnt sich ja auf jeden Fall. Ab geht's. Machen wir jetzt schon plus 65. Was ist denn eigentlich hier mit dem minus 1? Ach, Kohle. Wir verwenden ein Kohle, tun aber gar nichts abbauen. Haben wir denn Kohle hier? Also Öl haben wir wirklich en masse bei uns hier in der Nähe. Das ist schon mal sehr gut. Aber Kohle sehe ich gerade nicht. Das würde mich wundern. Also hier hätten wir Kohle. Das Gebiet könnten wir rein theoretisch auch kaufen. Aber das will ich jetzt natürlich erstmal lassen. Ich hoffe ja, dass wir bald wieder irgendwie ins Plus kommen. Ich kann mir halt nicht erklären, warum wir jetzt so viel Minus machen. Das ist jetzt seitdem die Meldung kam, dass die Handelswege unterbrochen wurden. Aber es ist ja... Also die Karawane laufen. Und die Straßen sind auch alle ganz. Also von daher verstehe ich das nicht so richtig. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn es dann sowas dann irgendwie, das Spiel dann sogar noch scheitern könnte oder kann. Gibt dann noch genug andere Möglichkeiten, weswegen das hier nichts wird. Also von daher ist das jetzt nicht so cool. Aber wie gesagt, es kann ja nur sein, dass hier eine Straße kaputt ist, aber hier ist ja alles ganz eigentlich. Verstehe ich nicht. So, Spione sind fertig oder wie? Okay. Kann man jetzt hier draufklicken?
Nein. Sid. Also Spezialagent Lil hat aufgedeckt, dass Napoleon in Paris das Wunder Porzellanturm baut, okay? Was steht denn hier? Hat aufgedeckt, dass eine Hunnig-Armee in Richtung der byzantinischen Stadt Konstantinopel marschiert, um einen Überraschungsangriff zu starten. Okay, das ist gut, dass es nicht in unsere Richtung geht. Wobei ich natürlich Konstantinopel auch gerne selber hätte. Das ist ja die schwächste Zivilisation, die wir noch haben, was Militär angeht vor allem. Hat mir auch in der Statistik mit spitzen Stöcken, da war Byzanz ganz, ganz, ganz weit unten gewesen. Okay, und Attila hat auch geheime Pläne gegen Ramkam hängen. Aber da hoffe ich natürlich, dass ich da ihm zuvor komme. Er hat ja ihm noch nicht mal einen Krieg erklärt. Gut, na dann, nächste Runde. Ah, das ist echt scheiße hier. Also ich hoffe, das Problem löst sich irgendwie, weil ich kann es mir nicht erklären, wodurch das kommt. So, gut, Einheit wurde... Jetzt! Eine Stadtverbindung zwischen Nimrud und eurer Hauptstadt Assur wurde eingerichtet. Die war doch die ganze Zeit da. Das ging ja nur um Assur. Das verstehe ich nicht. Weil hier wurde doch jetzt gerade... Oder hier waren noch Bautrupps gewesen. Kann höchstens sein, dass hier was kaputt war. Aber gut. Hat so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe es nicht gesehen. Die KI hat es gesehen, welche Straße da anscheinend kaputt war. Anders geht es ja eigentlich nicht und hat es repariert. Und jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen hier Platz. Auch wenn wir immer noch Minus machen, ist es nicht mehr ganz so schlimm. So, dann baue ich mal weiter. Erstmal noch drei Decker, denke ich. Bauen wir erstmal weiter drei Decker. Die Einheit geht mir auf den Sack. Aber mit den Dreitägen kann man ja nur Flieger abfangen. Schätze ich. Weil ich würde nämlich auch gerne einfach mal eine Einheit bauen, um die hier wegzuhauen, aber... Ich baue mal weiter Dreitägen. Vielleicht kann ich mit Dreitägen die auch angreifen, aber ich glaube, dass Dreitägen gehen wirklich nur für Flugzeuge. So, Artillerie. Eine Einheit haben wir ja verloren, aber gut, das kann halt mal passieren. Und da haben wir auch gerade einiges vor uns. Machen wir mal... Ja, machen wir sofort heilen. Und da hoffe ich, dass ich jetzt hier noch einiges down bekomme. Schießt du mal... Also zwei Elefanten kriegen wir auf jeden Fall down, denke ich. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Mit denen können wir auch hier hinschießen. Also wir haben jetzt hier drei Einheiten, wie ich das sehe, worauf wir dann auf die Elefanten ballern können, okay. Na ja, gut, dann schießt du mal... Ja, machen wir den erstmal platt, würde ich sagen. Nehmen wir mal den, schießen hier drauf. Du schießt hier drauf. Hol dich mal auf. Und du schießt... Ja, dann machen wir den erstmal platt, weil der hat noch weniger Leben. Warte ich mal auf. So. So, dann müssen wir gleich mal gucken wegen der Kavallerie. Erstmal machen Karawane. An sich wäre es jetzt nicht so schlecht, noch ein bisschen auf Gold zu gehen, damit das mit dem Minus noch mehr aufhört. Antwerpen. Ne, machen wir hier Kahokia. Da kriegt man dann auch noch ein bisschen Druck mit hier Bimismus, mit unserer Religion. Und machen plus 10 Gold. Entschuldigung. So, du mein Guter, bleibst weiter hier stehen. Erstmal nichts machen. Und was machen wir mit dem jetzt? Also ich würde den erstmal noch weiter verwenden, dass wir einfach mehr Schaden machen. Das würde mir erstmal noch besser gefallen. Ja, bleib erstmal hier stehen. Wir können natürlich auch hier hinhauen. Aber das ändert an sich erstmal gar nichts. Den tun wir davon auch nicht treffen, weil er immer noch weiter als zwei Pferde weg ist. Lass mal das mal hier. So, du mein Guter. Kannst an sich schon mal... Das sind keine Gegner, ne? Hier hingehen. Wir dürfen die nicht verlieren, die Einheit. Das war halt eklig. So, und jetzt können wir nämlich mit der Artillerie schon mal drauf schießen und machen ja richtig gut Damage schon. Das gefällt mir natürlich. So. Ach, mit denen können wir auch nochmal schießen. Ne, wir können die noch aufbauen, ne? Ich glaube, wir können die noch aufbauen. Ne, wir können mit denen sogar nochmal schießen. Ja, dann ballern wir mal die hier noch weg. Dann haben wir sie down. So. Und hier haben wir auch nochmal Artillerie. Ja, dann komm mal hier hin, direkt, über die Straße. Aufbauen. So, und dich schicke ich wieder zurück, dass du erstmal ein bisschen safe bist. Machen wir mal hier hin. Nächste Runde.
La Botschaft annehmen. T'offre cette proposition exceptionnelle. Was haben wir hier noch? Wir können, machen wir erstmal ja. Dann können wir sowieso mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Handel abschließen können, weil Ressourcen haben wir ja echt mehr als genug. Ich schau mal eben. Atia, der ist uns ja noch nicht gesonnen. Oh, Ah, das hilft ihm alles im Krieg weiter, deswegen will ich das eigentlich nicht mit Napoleon höchsten Luxus zuzulassen. Schauen wir mal, ob er da irgendwas macht. Nein, das habe ich ja selber, das ist ja total bescheuert, wenn ich das Luxusgut verbiete. Sag mal, was ist denn los mit dem? Offene Grenzen können wir gerne machen, das ist mir egal. Okay, drei macht er, mach mal drei. So. C'est d'accord. Seht ihr cool. Vas-y. Atür, ja, und Perroquet. So, nee, nicht Gewürze, doch Gewürze. Wo hat er eben noch, dass man es verbietet? Macht das auch für vier? Certainement pas. Seht ihr, da will er plötzlich was anderes verbieten. Jetzt machen wir drei. So. D'accord. Noch irgendwas? Schattige Ressourcen werde ich dem nicht geben. Okay, hätten wir. Na, schauen wir nochmal bei der Theodora. Ramkam Heng brauche ich gar nicht anfangen. Also in der Ehekrieg, von daher geht das ja gar nicht. Ipemi. Nein. Bei vier? Dass sie bestimmt Eisen haben. Ah, das funktioniert. Sehr gut. Sehr gut, seht ihr. Das muss ich auch vier aktiver wieder betreiben, wenn ich irgendwann nochmal spielen sollte, weil das wirklich einiges ausmacht. Am Anfang habe ich es ja ganz gut verfolgt, immer mit dem Handeln. Hab's halt ein bisschen aus den Augen verloren. Das muss man eigentlich nur öfters probieren. So, du kannst immer noch nichts machen, ich sehe schon. Wollen wir nichts tun. So, dann nächste Runde. Schauen wir mal, wie weit kommst denn du? Kommst du nicht ganz hin, okay. Aber ich glaube dann, wenn es gut läuft, könnte es sein, dass wir nächste Runde dann schon die Stadt einnehmen. Wenn es gut läuft. Aber erstmal will ich noch den Elefant hier platt machen. Schießt du mal drauf. Nämlich erstmal die, die hier möglichst nicht auf die Stadt schießen können. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, hier so mehrere Reihen zu haben. So, Bautrupp, du bist da, dann geh erstmal hier und bau hier da mal eine Straße hin. Karawane, sehr gut. Machen wir jetzt hier plus Gold. Dann nehme ich aber oh, plus 13 Gold, richtig nice. Nochmal das hier. Und wir machen wieder offiziell plus, das ist großartig und sind auch zufrieden alle. Ich würde das nochmal ganz kurz gucken hier. Ethologie ändern. Ach, man kann es nicht ändern, wenn das Volk zufrieden ist. Aber vorhin war das so unzufrieden, dann konnte ich es auch nicht ändern. Ah, okay, oder ist das eine andere Zufriedenheit? Weil hier steht zufrieden 0. Die öffentliche Meinung jeder Zivilisation wird nach dem Einführen einer Ideologie gezählt und basiert auf dem ausgehenden Einfluss einer Zivilisation im Vergleich mit dem eingehenden Einfluss einer anderen Zivilisation mit einer Ideologie. Okay. Und bislang haben ja nur die hohen Audio... eine Ideologie und deswegen ist es vielleicht 0. Ich weiß es nicht. Wenn der Druck anderer Ideologien den Druck der jetzigen Ideologie übersteigt, entfernt sich die öffentliche Meinung von Zufriedenheit und erzeugt Unzufriedenheit. Okay, alles klar. Und bislang gibt es ja, als verstehe ich es, und bislang haben wir ja aber nur das Hunreich mit Autokratie und da ist es, die haben ja keinen Druck auf uns, weil wir das Gleiche haben. Und deswegen ist die Zufriedenheit auch neutral. Ich verstehe. Ja, dann. So, Produktion wählen. Ist jetzt der 3. An die Karawane haben wir fertig, okay. Wasserkraftwerk würde ich gerne mal noch machen. Für Produktion. So, und ihr könnt jetzt eigentlich. Ah, hier haben wir auch noch. Der Elefant, der macht jetzt keinen Schaden mehr. Ich schieße erstmal mit denen hier drauf. Weil da kann ich auch nicht den Elefant angreifen. Krass, was das an Damage macht, Leute. Schade, dass jetzt könnte ich an sich hier mit drauf ballern, aber ich komme jetzt mit der Kavallerie nicht rechtzeitig hin. Das ist ärgerlich. Ja, dann halt euch nochmal. Und ihr schießt auf den Elefanten. Ich habe jetzt eine Angst, dass Atia jetzt in den Krieg erklärt und das Ding einnimmt. Das wäre übelst gemein. Ah nee, das würde er wahrscheinlich nicht hinbekommen. Also zu weit weg mit den Einheiten. Oder über die Straße. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass er es nicht macht. Er dürfte das ja rein theoretisch auch... Na doch, mit denen könnt ihr es vielleicht sehen. So, hier geht man ein Stück vor noch. Nichts tun, nächste Runde. So, haben wir wieder neue Städte. Geplünderte alte Ruinen, Perlen, geplündert von Irokesenland, Antike. Ich erinnere mich, das ist doch
Das ist so das, was er mir vor der Nase weggeschnappt hat. Ich glaube, in der ersten Folge war das sogar gewesen. Artefakt bauen. Ne, ich mach wieder Wahrzeichen. Gerade Antike, das ist ja super lange her. Ja. So, bitte, Atia, hol mir, du klaust mir jetzt die Stadt. Gott sei Dank. So, und jetzt denke ich eigentlich, dass wir sie uns holen können. Hoffe ich zumindest. Ne, jetzt geht das nicht, weil der hier seine dummen Einheiten hat. Scheiße. Scheiße. Wir haben hier keine einzige Nahkampfeinheit ansonsten mehr. Oh, das ist richtig ärgerlich, weil ich sehe es ja schon kommen, dass er jetzt gleich hier drauf geht komplett. Die kann ich nicht mal heilen. Wenn ich jetzt hier drauf schicke, sterben die mir wahrscheinlich noch. Oh, das ist jetzt super ärgerlich. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen jetzt hier ganz schnell noch eine zweite Nahkampfeinheit. Statt annektieren. Ja, mach ich mal. Kann ich, dann kann ich wahrscheinlich immer noch keine Einheit kaufen. Hm? Oder ich probier's mal. Scheiße. Weil sobald ich die jetzt nach... nee, das geht nicht. Sobald ich die jetzt nach vorne schicke, schieße ich da drauf und dann ist die down. Oh, das ist, geht mir jetzt richtig auf den Sack gerade. Ich muss die hier irgendwie, damit der Atia hier nicht mal gut hinkommt. Ich hau die mal hier hin. Weil ich ahne ja schon, wie das jetzt abläuft hier. Nämlich, dass er den gleichen Krieger erklärt, dass der mir irgendwie am Weg komplett versperrt. Und dann habe ich die totale Arschkarte am Ende. Oder ich komme mit dem Pferd von der anderen Seite. Über die Straße. Dann darf ich aber erstmal nicht mehr auf die Stadt ballern. Ist das überhaupt Atia? Es ist Atia. Nee, ist es nicht. Das ist Zürich. Nee, das ist Honig. Das ist alles Honig, das ist das Tier. Dann muss ich mit dem Pferd von der anderen Seite kommen. Von hier dann irgendwie. Dann darf ich zwar alles wieder jetzt nochmal zur Seite schieben, aber geht nicht anders. Ich darf jetzt sowieso nicht auf die Stadt ballern. Muss ich mich erstmal noch weiter um die Elefanten kümmern. Boah, ist das ärgerlich. So, nichts tun. So, ihr schießt mal hier drauf. Hier auch. Ja auch. Geht mal hier hin. Nehmt es auch mal den. Na, den Weg müsst ihr eigentlich nicht frei machen. Schießt auch nochmal hier drauf. So. Eigentlich wollte ich mir einen Weg versperren. Das hätte ich mal machen sollen. Ja, nichts tun. Wobei, hier haben wir noch eine Einheit. Na, die können wir schon mal hier hinstellen. Also, die wird ja nicht gleich down gehen, wenn die Stadt einmal schießt. Ich will keinen Frieden. Wie, der gibt uns das? Halt, Leute, der gibt uns die Stadt. Ah, dann ist er da weg. Muang San Luang. Das ist doch jetzt die Stadt, vor der wir stehen, ne? Oder kriegt er die dann? Nee. Dann kann ich das jetzt hier annehmen und dann haben wir die Stadt und dann ist er weg. Taiyang. Okay. Dann machen wir erstmal Marionette erstellen. Ah, der hat hier unten noch nicht. Der hat hier unten noch eine Stadt, Leute. Wie es aussieht. Na gut, dann nehme ich das da aber an. Das ist doch besser. Bevor mir jetzt der Atia das noch wegschnappt, weil er dann irgendwie frech wird oder so. Jetzt habe ich halt erstmal mit dem Frieden, das stört mich aber erstmal weniger. Das stört mich erstmal weniger. Ich wusste auch nicht, dass er hier unten noch eine Stadt hat. Aber die hat er ja schon die ganze Zeit. Und die ist sowieso jetzt ungünstig, weil hier die ganzen Stadtstaaten auch sind dazwischen. Die muss ich jetzt nicht erstmal unbedingt erobern. Dann würde ich jetzt lieber gucken, dass wir uns um Frankreich kümmern.